Hallo und herzlich willkommen zu diesem Replay von World of Tanks, gespielt von Angelo5555 und zwar mit all dem Objekt 261 und deswegen was ganz Besonderes fürs Replay of the Week. Und er spielt nicht allein, sondern er hat noch einen Zugpartner in der Su-14-2, also von dem er tendenziell ein sehr, sehr krasses Arti-Gameplay. Ich bin schon gespannt und ich selber bin ja jetzt nicht so Fan der Artis, aber ich merke immer wieder, dass bei euch Artis ein großes Thema ist und ich will mich dem natürlich nicht verschließen. Dementsprechend, wenn ich mal eine gute Runde sehe, wo ich mir denke, wow, ja und doch, das könnte passen, dann zeige ich euch die auch. Und genau das ist jetzt hier der Fall und ich denke, wir werden hier jetzt richtig viel Spaß haben. Ja, wir sehen, wo er sich gleich hinfährt. Das ist die Mod-Ansicht. Auch in meinem, beziehungsweise in dem Modpack von Odemod sind enthalten in meinen Einstellungen. Mit der Taste G aktiviert man dann diese Sicht in der Arti. Sehr hilfreich. Ich hoffe ja, dass das World of Tanks irgendwann von selber noch einführt. Sie führen ja peu à peu sehr beliebte Mods auch ins Spiel ein. Also von dem her hoffe ich, dass hier die Arti bei der Überarbeitung so angepasst wird. 121er. Oh, ja. Da hat er gleich schon fast den ersten Tausender rausgehauen. Und jetzt bewegt er sich hier so ein bisschen. Nicht, dass er gecountert wird, aber so wirklich viel bewegt hat er sich auch nicht. Aber, naja, das Thema Arti-Countern ist gar nicht mehr so häufig. Eine Badget. Aber auf die Jungs kommt er hier nicht wirklich gut drauf, jetzt mehr leider. Da muss er jetzt ein bisschen Geduld haben. Aber vielleicht, nee, da ist nichts. Der Waffenträger da hinten, der müsste halt noch einmal aufgehen. Oder, ja, auch nochmal ein schöner Tausender. Da sieht man Waffenträger natürlich eigentlich sehr gute Stelle da hinten. Aber sobald er aufgeht, dann wird er leicht das Ziel. Und zwei Schüsse, 2000 Damage. Das läuft bei ihm, würde ich mal sagen. So, der E5 ist wohl tendenziell das nächste Ziel. Jetzt hat er keine Sicht auf ihn. Jetzt ist er wieder offen. Und jetzt geht der Schuss raus. Und auch nochmal ein Tausender. Ja. Oh ja. Also, jeder Schuss ein Tausender. Damit kann man leben und arbeiten, würde ich mal sagen. So, sein Kollege in Arti hat auch da nochmal einen draufgesetzt. Auf die Maus wäre natürlich ein wunderschönes Ziel. Aber auf die kommt er leider nicht drauf. Außer, ja. Komm, bitte, 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 bitte. Wohohoho! 2500er Hit. Ja, Maus von der Seite. Und sie schreibt nur, haha. Ja, das ist mal eine fiese Nummer. Da hat er sich aber mal sowas von hops genommen, du. Er entschuldigt sich auch noch. So, er wartet auf sein nächstes Opfer. Na, aber da vorne kriegt er nichts, deswegen aimt er da jetzt um auf die beiden TDs, Jagdpanzer und FV. So, beide leider zu. Keine Sicht auf die. Das wären nämlich auch zwei sehr schöne Ziele. Und der AMX, der steht jetzt doch da gut. Und auch hier, also Wahnsinn. Der Damage, den er da rauspretzt, ist einfach krass. Zwei Kills und aktuell 6400 Damage. So, AMX50B. Ich verstehe leider da nur Kurva und das ist ein nicht so schönes Schimpfwort. Also auch der freut sich jetzt da nicht über seine Zerstörung. Und vielleicht der FV bekommt jetzt auch gleich nochmal da Besuch.
Krasser Scheiße. 1373. Da fahrt man mit schönen 1500 Struktur durch die Gegend, denkt sich, alles cool. Und dann kommt sowas. Ja, vielleicht geht jetzt mal auf den M41 da oben drauf. Nachgeladen hat er auf jeden Fall. Nee, das. Oder er will den Jagdpanzer haben. So sieht's zumindest aus. Da ist er. Da ist die andere Arti. Er wartet dann wirklich ab, bis er da den guten Schuss drauf bekommen kann. Da will er keinen verschwenden. Er bleibt jetzt auch definitiv hinten drauf. Er will die CDs einfach haben. Da sind sie beide. So, der obere. Schuss ist raus. Und auch der hat getroffen und auch wieder fast 1000. Also einfach krass. Ja, die sind jetzt offen. Ja, und wenn es so der Jagdpanzer so lange wartet, dann bekommt er da gleich die nächste Schelle von ihm. Oh oh, ich ahne fürchterliches. Schuss ist raus. Und er ist zerstört. Ja. Krass. So, da unten der letzte Jagdpanzer. Und noch der M41, der auch noch am Leben ist. Und man sieht, wenn man Arte spielt und trifft, man bekommt eine Reaktion so ziemlich von jedem Gegner. So, und der ist auch weg. Ja, also damit ist die Runde beendet. Die Arti hat hier bei 8 Schüssen 10.003 Schaden gemacht. Und ich finde das mal sensationell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Arti Gameplay im Replay of the Week. Lasst mir doch mal eure Kommentare da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.